Hallo ihr Lieben, wie ihr dem Videotitel entnehmen konntet, soll es heute um meine beendeten Buchreihen gehen, also die Buchreihen, die ich 2017 zu Ende gelesen habe. Bei der einen Reihe fiel mir jetzt gerade ein, wo ich sie hier liegen sah. Ich glaube, da kommt noch ein vierter Teil. Da ich aber da noch nicht weiß, wann der kommt und ob der kommt und wie und was, ist diese Reihe für mich jetzt erstmal beendet. Es ist auch eine New Adult-Reihe. Das heißt, es ist eine Reihe, wo die Bücher unabhängig voneinander sind. Deswegen zähle ich die jetzt für mich einfach mal mit als beendet. Damit wären wir insgesamt bei 21 Reihen. Also Reihen sind für mich Dilogien, Trilogien, Tetralogien und. Und ja, ich habe 21 Reihen dieses Jahr beendet und ich habe auch noch vor, ein Video zu machen, wo ich euch meine angefangenen Reihen vorstelle. Das sind einige mehr. Ich war etwas erschrocken, als ich sie eben alle aufgeschrieben habe und dachte mir nur, oi, eigentlich wollte ich weniger Reihen am Ende des Jahres haben und nicht mehr wie letztes Jahr. Und ja, dann habe ich mir überlegt, ich mache noch ein drittes Video zu dem Thema mit den Buchreihen, die ich noch zu Hause habe und noch nicht angefangen habe zu lesen. Und ich dachte, das interessiert euch vielleicht mal zu gucken, okay, was habe ich beendet, was ist noch offen, wo muss ich noch weiterlesen und was für Reihen hat sie denn eigentlich noch rumstehen und hat sie noch gar nicht angefangen. Deswegen dachte ich mir, mache ich diese drei Videos mit diesen drei Themen. Wie gesagt, heute geht es um die beendeten Buchreihen von 2017. Ich weiß, dass das Jahr noch nicht rum ist. Aber ich dachte mir, da alle anderen Booktuber wahrscheinlich Ende Dezember, Anfang Januar wieder mit ihren ganzen Statistikvideos kommen, wird das dann wieder zu viel auf einmal und ich hack das quasi jetzt schon mal ab. Ich werde im Dezember vielleicht noch eine Reihe beenden, von denen, die ich angefangen habe. Und deswegen dachte ich mir, machen wir das jetzt einfach schon, weil so viel wird da bei mir dieses Jahr, denke ich mal, nicht mehr passieren. Es sei denn, ich überrasche mich selber. Dann gebe ich euch noch ein Update im Januar, ob ich noch Reihen beendet habe dieses Jahr, wovon ich aber jetzt nicht ausgehe. Also ich möchte noch den zweiten Teil auf jeden Fall einer Reihe lesen und den 16. Teil einer Reihe. Und ich habe dann noch gerade aktuell den zweiten Teil von einer anderen Reihe, die ich gerade lese. Aber ich schaffe es dieses Jahr definitiv nicht mehr, irgendeine Reihe zu beenden. Also ich könnte schon, aber ich weiß nicht, ob ich da Bock noch drauf habe. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, gibt es von mir jetzt schon mal meine beendeten Reihen 2017, da ich einfach nicht von ausgehe, dass ich da noch was schaffen werde in die Richtung. Ja, und wie ich mich kenne, wird es jetzt ein sehr, sehr langes Video. Und ihr kennt mich, ich kann einfach nicht die Fresse halten, wenn ich euch irgendwas erzählen möchte. Und ich kann mich dann auch einfach nicht kurz fassen. Deswegen wird es wahrscheinlich wieder etwas länger dauern. Deswegen holt euch noch einen Tee oder einen Kaffee oder so. Und ja, setzt euch dann vor dieses Video, wenn ihr euch das geben möchtet. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit den Reihen, die ich beendet habe. Ich werde jetzt nicht einfach in der Reihenfolge vorgehen, wie ich sie beendet habe, sondern ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit den E-Books an. Denn auch wenn ich so gut wie keine E-Books lese, lese ich ab und zu doch mal ein E-Book. Und zwar habe ich Anfang des Jahres gleich die Nachtfalter-Reihe von Everly Sheehan gelesen und beendet. Diese Reihe ist eine Urban-Fantasy-Reihe, die in Schottland spielt, in Edinburgh. Und ich fand die Geschichte ganz, ganz toll. Sie hatte mal einen komplett anderen Ansatz. Und es geht hier um eine Dreiecksbeziehung, wie ich sie so auch noch nicht gelesen habe. Ich weiß noch, dass ich die Geschichte wirklich gut fand. Sie hat mich jetzt nicht 1000%ig begeistert und umgehauen und geflasht und wow. Aber es war eine gute Jugendgeschichte und wie gesagt, hatte man einen ganz, ganz anderen spannenden Ansatz und ich mochte sie sehr und habe den zweiten Teil im Januar auf jeden Fall gelesen und somit die Reihe beendet. Ich muss auch sagen, dass ich das Ende ganz okay fand. Dafür, dass es dort diese außergewöhnliche Dreiecksgeschichte gab, war das Ende okay. Ich hatte so ein bisschen Angst, was das betraf vom Ende, aber es war am Ende alles gut und man konnte es verstehen. Das war es auch schon mit den E-Books. Das war doch nur diese eine Reihe. Alle anderen Bücher habe ich teilweise als richtige Bücher erlegen. Die kann ich euch so in die Kamera halten. Also ja, sind wir mit den E-Books schon durch. War nur Nachtfalter. Ich lese halt nicht so gerne E-Books. Ihr wisst, ich bin ein Mensch, der gerne Bücher in der Hand hat. Und nicht die Buchrücken bricht, wie ich es gerade gezeigt habe. Nein, das möchte ich nicht. Ich habe meiner Freundin Nina damals bald den Kopf abgerissen, als sie hier war. Die Geschichte kann ich euch aber kurz erzählen. Ich den, ich weiß gar nicht mehr, sechsten, fünften Teil von Dare to Love bekommen an dem Tag. Mich gefreut wie ein Schnitzel, dass ich weiterlesen kann. Ich passe ja wirklich bei diesen Büchern immer auf, dass ich sie rillenfrei lasse. Und ja, das Buch lag hier auf dem Stubentisch und meine Freundin kam an diesem Nachmittag zu Besuch und oh, ein cooles Buch und nimmt das Buch und macht diese Bewegung und knackt den Rücken gebrochen und macht dann auch noch so und ich glaube, mir ist in dem Moment einfach alles aus dem Gesicht gefallen. Ich glaube, das hat sie auch gemerkt und ich glaube, sie wird nie wieder ein Buch von mir anfassen, ohne vorher zu fragen. Und ich habe geschrien, glaube ich, so ein bisschen. Ich war leicht hysterisch und habe gesagt, was hast du getan?
Ja, so viel zu den Punkten, woran erkenne ich, dass ich ein Buchnerd bin, ne? Daran auf jeden Fall. Ja, gut, das soll jetzt aber nicht das Thema sein, aber wenn wir einmal bei Dare to Love sind, ich habe nämlich die Dare to Love-Reihe von Carly Phillips auch beendet dieses Jahr. Das sind insgesamt 9 Bücher, das sind 9 sehr, sehr dünne Bücher, die haben immer nur so wie 200 Seiten. Und das ist eine Reihe, wo es in jedem Buch um ein anderes Kind der Familie Dare geht. Warum diese Familie so viele Kinder hat, verrate ich euch an dieser Stelle nicht. Es gibt ja auch Cousinen und Cousins, die noch mit eine Rolle spielen. Das sind jetzt nicht immer nur die Kinder, aber es sind sehr, sehr viele Kinder. Deswegen gibt es so viele Bücher, wie gesagt, insgesamt 9 Stück. Und diese Reihe habe ich dieses Jahr auch beendet. Ich fand die Reihe wirklich cool. Es sind jetzt keine Bücher, die literarisch sehr anspruchsvoll sind. Es sind erotische Liebesromane, die sind aber super für zwischendurch, die sind super zum Abschalten, die sind super zum Runterkommen. Und wenn man mal was lesen möchte, wo man einfach wirklich nur abschalten kann und alles um sich drumherum vergessen kann und nicht weiter über irgendwas drüber nachdenken muss, dann sind diese Bücher ideal und ich habe die immer sehr, sehr gerne zwischendurch mitgelesen und wie gesagt, die 200 Seiten liest man auch einfach sehr, sehr schnell weg. Und ja, die Dare to Love-Reihe von Carly Phillips habe ich dieses Jahr auch beendet. Ich mochte sie sehr. Ich glaube, der 6. oder der 7. Teil war mein Lieblingsteil. Da ging es um Maggie und Scott und ach, das war einfach eine so tolle Geschichte und ja, ich mag die Dare to Love-Reihe auch jetzt immer noch gern und wer Bock auf solche Geschichten hat, sollte sie sich auf jeden Fall mal angucken. Und es sind, wie gesagt, süße, niedliche, erotische Liebesromane so für zwischendurch. Das wäre Reihe Nummer 2, die ich dieses Jahr beendet habe. Kommen wir als nächstes zu, ich habe hier mehrere Stapel, nehmen wir einfach mal dieses Buch hier. Und zwar ist das Rage, Fight for Desire von Rose Bloom. Das ist der erste Teil dieser Reihe. Ich habe jetzt immer nur jeweils den ersten, letzten oder irgendwas Teil von der Reihe gegriffen. Und ja, in Rage geht es um einen Mixed Martial Arts Kämpfer und das ist auch eine Dilogie. Und ich fand die Geschichte ganz cool. Ich fand den zweiten Teil ein bisschen schwächer wie den ersten. Ich mochte einfach die Dynamik im ersten Teil mehr. Aber der zweite Teil hat mir auch noch sehr, sehr gut gefallen. Ich fand das Ende beim zweiten Teil ein bisschen knapp und Ende. Fand ich ein bisschen schade zum Ende hin, aber ansonsten mochte ich die Geschichte auch sehr. Wie gesagt, es geht um Rage, er ist Mixed Martial Arts Kämpfer und es geht um Lauren. Sie war Physiotherapeutin und sucht ihre Schwester und aufgrund Verkettung von Ereignissen landet sie als Physiotherapeutin dann bei Rage. Und ja, was die beiden dann da so erleben, das ist es, worum es in diesen beiden Büchern geht. Und ja, auch die Geschichte mochte ich ganz gern. Ich kann euch diese Geschichte auch empfehlen, wenn ihr Bock auf erotische Liebesgeschichten habt, dann schaut euch Rage von Rose Bloom auf jeden Fall mal mit an. Wie gesagt, ich mochte die Geschichte ganz gerne und ja, kann sie euch nur empfehlen. Kommen wir als nächstes zu einer Reihe, die ich schon seit 3 Jahren, glaube ich, gelesen habe und jetzt dieses Jahr endlich mal den letzten und 4. Teil gelesen habe, nämlich Das Vermächtnis des Flammenmädchens von Samantha Young. Das ist eine Jugendbuchreihe von Samantha Young, auch wenn sie schon recht sexy ist. Und ich fand das Ende von der Reihe ganz gut, ganz süß, ganz nett. Leider konnte mich die Reihe nach dem ersten Teil nicht mehr so packen. Also ich fand den ersten Teil wirklich noch richtig gut, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann kam der 2., 3. und 4. Teil und es war so, es war so eine Reihe, die so leider schwächer wurde, obwohl der letzte Teil auch noch ganz okay war, aber ich finde, man hätte das einfach alles abkürzen können, das war unnötig in die Länge gezogen und ja, es ist eine süße Geschichte mit Jin und Magie und Jay und Ari sind einfach ein tolles Paar und ja, es konnte mich am Ende nicht mehr so 100% überzeugen, wahrscheinlich weil ich es auch über so einen langen Zeitraum gelesen habe und so viel Zeit immer zwischen den Büchern lag, aber ja, im Großen und Ganzen fand ich die Reihe doch ganz cool und ganz süß und ganz nett, aber wie gesagt, es haderte bei mir dann zum Ende hin so ein bisschen, aber ich bin froh, dass ich sie jetzt zu Ende gelesen habe und weiß, wie diese Geschichte ausgeht. Dann noch eine Dilogie, die ich vor kurzem erst beendet habe, nämlich Fighting to be Free, nie so geliebt von Kirsty Mosley. Da kam jetzt der 2. Teil raus, Fighting to be Free, nie so begehrt. Und ich muss sagen, dass ich die beiden Teile unheimlich feiere. Diese beiden Bücher sind der Debütroman von der Autorin und ich fand einfach das Ganze richtig gut und richtig toll. Ich mochte es total und ja, ich liebe, 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 liebe diese Bücher und wenn ihr Bock auf eine Geschichte habt, voller Spannung und Action und mit Gangstern und der New Yorker Unterwelt, dann schaut euch diese Geschichte auf jeden Fall an. Ich fand sie total toll und mochte sie sehr und ja, konnte den zweiten Teil nicht abwarten und als ich den zweiten Teil dann gelesen habe, war er einfach so toll und so gut und ist einfach eine so, so tolle Geschichte und das Ende hier vom ersten Teil hat mich zerstört damals. Es hat mich zerstört. Die nächste Reihe, die ich dieses Jahr gelesen habe, habe ich komplett dieses Jahr gelesen und leider war das auch eine Reihe, die
leider immer schwächer wurde, nämlich Mystic City von Theo Lawrence. Ich fand den ersten Band grandios, der hat mir so gut gefallen. Ich mochte das Worldbuilding, ich mochte die Geschichte, ich mochte das Ganze drum und dran. Ich fand das alles so toll und konnte es dann echt nicht erwarten, den zweiten Teil zu lesen. Ich habe die drei Bücher auch wirklich sehr, sehr schnell hintereinander gelesen. Und ja, habe dann den zweiten Teil gelesen und dachte so, was passiert hier gerade? Was passiert mit der Geschichte? Was ist hier los? Und das zweite Buch wurde ab Seite 50, 60 einfach nur noch lächerlich und unglaubwürdig. Und die Geschichte entwickelte sich in eine Richtung, wo ich mir nur einen Kopf gefasst habe. Und das zweite Buch war einfach total die Katastrophe. Der dritte Teil war dann soweit okay, aber war auch nicht mehr so meins. Und ich weiß nicht, was Theo Lawrence hier aus dieser Geschichte gemacht hat. Der erste Teil war wirklich so unglaublich gut. Und dann kam der zweite und dritte Teil und die ganze Geschichte brach in sich zusammen. Also ja, Mystic City ist definitiv eine Reihe, die leider so eine Talfahrt macht mit jedem Buch und mich dann am Ende leider nicht mehr überzeugen konnte. Schade, denn sie sehen eigentlich ganz toll aus, die Bücher, aber sie werden früher oder später, werde ich mich davon trennen und dann werden sie wieder ausziehen. Aber ich glaube jetzt noch nicht. Vielleicht behalte ich sie auch, ich weiß es nicht. Mal gucken. Da habe ich Anfang des Jahres auch eine Reihe beendet, die mich zum Ende hin schon sehr verstört hat. Muss ich jetzt wirklich so sagen. Und zwar Calendar Girl von Audrey Carlin. Ich fand einfach, das vierte Buch war es, glaube ich. Ja, ich glaube, das war das vierte Buch. Das hat mich oder war es das dritte? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall passierte dann etwas im dritten Teil. Und ja, diese Konsequenzen da draus und es war so schrecklich, was da passiert ist. Aber die Autorin hat das, was da passiert ist und was da mit diesen Menschen genau gemacht wurde, so krass beschrieben, dass ich das echt bildlich vor mir gesehen habe und mir war da einfach teilweise nur schlecht. Ich wollte das nicht mehr lesen. Ich habe dann wirklich seitenweise dieses Buch übersprungen und ich habe da wirklich ein Trauma von getragen, wirklich. Ich habe von dieser einen Sache, die mit der einen Frau in diesem Buch da gemacht wurde, ein Trauma davon getragen. Ich kann euch ja sagen, dass es um Vergewaltigungen geht. Ich bin ein Mensch. Ich finde es ganz, ganz schrecklich und ich finde, Vergewaltigung ist mit das Schlimmste, was einer Frau passieren kann. Aber was da in diesem Buch, wie das beschrieben wurde, das war einfach so abartig. Das war... Ich meine, es spricht eigentlich für Audrey Carlins Schreibstil, dass ich mir es sehr gut vorstellen konnte, aber es war einfach so abartig. Und ich... Klar, es war natürlich in dem Moment... wo diese Leute entführt worden sind in dieser Geschichte und dass das mit denen gemacht wurde. Es gibt solche Menschen auf der Welt. Es gibt solche barbarischen, abartigen Menschen, die sowas einem anderen Menschen antun. Aber was sie da erzählt hatte, das habe ich immer noch im Kopf. Ich kann euch immer noch Wort für Wort wiedergeben, wie sie diese Szene beschrieben hat, wie diese Frau dort vergewaltigt wurde. Und das hat, wie gesagt, das hat echt ein Trauma bei mir hinterlassen. Und ich werde diese Reihe nie wieder lesen, die wird auch definitiv bei mir ausziehen. Viele fanden ja sowieso ab Buch 2, dass das Ganze bergab ging und fanden diese ganze Reihe extrem kacke. Ich fand eigentlich die Reihe ganz, ganz nett, klar hat es mich teilweise auch genervt und dieses dumme Rumgebumse in dem Buch ging mir auch tierisch auf den Sack. Aber das, diese Szene, diese Beschreibung, was mit dieser Frau dort passiert ist, das... das habe ich heute noch nicht verarbeitet. Also... Ich möchte sowas in Büchern auch in Zukunft nicht mehr lesen. Ich finde das einfach schrecklich und grausam und ja, deswegen werden die Kalendergirl-Bücher auf jeden Fall bei mir wieder ausziehen und ich möchte sie nicht mehr zu Hause haben, weil wie gesagt, ich werde sie nie wieder anfassen können und nie wieder lesen, weil das, abgesehen davon, dass die Geschichte einen nervt, trotzdem, das ist einfach so, so schrecklich. Lassen wir dieses schreckliche Thema, kommen wir zur nächsten Reihe. Und zwar habe ich eine Reihe beendet Anfang des Jahres auch, wo ich den ersten Teil, glaube ich, schon 2015, wo dieses erste Buch, kam das 2015 raus? Oder 2014, glaube ich, schon kam der erste Teil raus. Und zwar rede ich von Schattentraum von Mona Gasten. Ich habe mir den zweiten Teil damals als richtiges Buch gekauft. Ich weiß nicht mehr, warum ich mir den zweiten Teil als richtiges Buch gekauft habe. Ich habe weder den ersten noch den dritten Teil als richtiges Buch, aber den zweiten. Und auch, ja, dieses Buch wird definitiv wieder bei mir ausziehen. Ich weiß nicht mehr, warum ich es mir gekauft habe. Es ist ungelesen, es zieht wieder aus. Ich habe keine Ahnung, warum ich es überhaupt gekauft habe. Ich habe echt überlegt, warum hast du dieses Buch bestellt? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall habe ich die Schattentraumreihe von Mona Kasten beendet dieses Jahr. Ich fand den dritten Teil ganz nett. Es war okay, es war ein Ende, was man dann am Ende kommen sah. Es war halt ein Jugendbuch und ich finde halt, die Reihe war ganz nett und ganz okay. Aber es war halt auch keine Reihe, die mich extrem umhauen konnte. Ich, wie gesagt, fand es okay.
war halt so typisches, klischeehaftes Jugendbuch und ist eine nette Geschichte. Kann man mal mitlesen, aber man darf da halt natürlich auch nichts erwarten. Und wer die Again-Reihe von Mona Kasten gelesen hat und danach Schattentraum liest, könnte etwas enttäuscht sein, denn sie hat vom Schreibstil her und von der ganzen Ausdrucksweise her schon einen Riesensprung gemacht, was die Again-Reihe betrifft. Und Schattentraum kann man damit nicht wirklich vergleichen. Deswegen, wer die Again-Reihe kennt und Schattentraum noch nicht gelesen hat und es noch lesen möchte, seid nicht enttäuscht, wenn es nicht ganz so euer Ding ist. Ja, aber auch dieses Buch werde ich wieder irgendwie rausschmeißen, weil ich weiß nicht, warum ich es habe. Keine Ahnung. Ja, damit bleiben wir gleich mal bei Mona Kasten. Und zwar habe ich dieses Jahr die Again-Reihe von Mona Kasten gelesen und beendet. Und Feel Again war mein Lieblingsteil. Es ist der dritte und letzte, der rausgekommen ist. Ich fand einfach im dritten Teil die Dynamik zwischen Sawyer und Isaac ganz, ganz toll. Ich mochte die Geschichte. Ich fand es gut, dass er mal nicht der typische Bad Boy war, sondern eher so der kleine Nerd mit seiner Brille und Fliege. Und dass sie halt so ein bisschen das rebellische Mädchen war und dass die beiden dann so zusammengefunden haben. Das fand ich einfach ganz, ganz toll. Ich fand den zweiten Teil Trust Again auch richtig, richtig gut. Der erste Teil war nicht meins. Ich fand Begin Again einfach zu kitschy, Overload. Diese ganze Bubbles-Geschichte und das war mir einfach alles zu viel und das war mir irgendwie auch noch ein bisschen zu teeny-mäßig. Im zweiten Teil, wie gesagt, hat Mona da einen Riesensprung gemacht, was die Geschichte von Dawn und Spencer betraf. Und wie gesagt, der dritte Teil hat mir von allen am besten gefallen. Ich mochte ihn total und ja, mag die Again-Reihe. Wie gesagt, der erste war nicht meins, aber der zweite und dritte, den kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. I love it! Ja, machen wir weiter mit der nächsten Reihe, die ich zu Ende gelesen habe. Und zwar Everflame von Josephine Angelini. Ich liebe göttlich von Josephine Angelini und ich finde Everflame so doof. Ellen wird jetzt wieder denken, nein, warum findest du Everflame doof? Ellen fand nämlich göttlich doof und Everflame gut. Bei uns beiden ist es irgendwie andersrum. Ich weiß nicht. Aber Everflame war einfach nicht meine Reihe. Ich habe sie komplett durchgezogen, weil es mich schon interessiert hat, wie es mit der Protagonistin Lily weitergeht und diesen ganzen Paralleluniversen und was da nicht noch alles passiert. Und es war okay zum Ende hin, aber es war nicht meine Reihe. Also sie konnte mich jetzt nicht wirklich überzeugen. Sie hat mich jetzt nicht gepackt und gefesselt, aber ich hatte alle Bücher da und habe gedacht, komm, lies sie wenigstens einmal durch, dann hast du sie von vorne bis hinten gelesen und weißt, was passiert und kennst den Ausgang. Und ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich mich an das Ende gerade gar nicht mehr so richtig erinnern kann. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was mit den allen am Ende gewesen ist. Es ist schon gelöscht aus meinem Kopf. Ach doch, ich glaube, ja doch, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, kommt es langsam wieder. Ja, aber also wie gesagt, diese Reihe konnte mich nicht hundertprozentig überzeugen. Sie war ganz nett, aber auch die wird früher oder später wieder bei mir ausziehen, denn ja, ich werde sie nicht nochmal lesen in meinem Leben. Kommen wir als nächstes mal wieder zu erotischen Liebesromanen. Und zwar habe ich dieses Jahr Game Maker beendet, die Reihe von Cressley Cole. Ein letztes Spiel war der dritte und letzte Teil und auch der Teil, der mir von allen am besten gefallen hat. Ich mochte den ersten Teil gar nicht. Dieser ganze Voyeurismus in diesem Buch im ersten Teil, der war absolut nicht meins. Und im ersten Teil war wirklich nur 80% rumgef... 20% Handlung und das war mir einfach irgendwie zu doof. Der zweite Teil war von der Aufteilung her genauso, aber der zweite Teil war sehr, sehr witzig, weil die Protagonistin sich von ihm nichts hat sagen lassen und ihm immer schon Paroli geboten hat und ihm auch immer, ja, sehr gereizt hat und getriezt hat und das fand ich cool und das fand ich lustig, das mit den beiden so zu erleben. Deswegen hat mir der zweite Teil auf jeden Fall schon gefallen. Wie gesagt, der erste war nicht meins, der zweite hat mir gefallen und der dritte, der war einfach richtig gut. Da war auch ungefähr 70% rumgeführt, 30% Handlung. Also es war schon etwas mehr Handlung, wie in den anderen beiden Büchern. Aber hier hat es einfach das Ende gerissen. Hier war einfach die Auflösung von dem Ganzen einfach so cool. Das, was Cressley Cole sich da am Ende ausgedacht hat, war einfach mega und hat mich so überrascht. Und ich habe es nicht kommen sehen. Ich habe es wirklich, ich habe es nicht kommen sehen, dass sich das am Ende so entwickelt. Und ich fand das so gut und ich habe das Ende total gefeiert. Und ja, fand das dritte Buch wirklich richtig gut. Man kann die Bücher unabhängig voneinander lesen, also falls ihr jetzt die ersten beiden Bücher nicht lesen wollt, das dritte ist wirklich gut. Wenn ihr mal Bock auf ein Buch mit viel Erotik habt, dann lest Game Maker das letzte Spiel. Es geht in diesen Büchern um die drei Brüder Sebastian. Also im ersten geht es um Alexander Sebastian, im zweiten Teil geht es um Maximilian, genau, im zweiten Teil geht es um Maximilian Sebastian und im dritten Teil geht es um Dimitri, den jüngsten von allen. Und die drei Brüder haben einiges durchgemacht in ihrer Kindheit und jeder ist damit auf unterschiedliche Art und Weise umgegangen und jeder lebt sein Leben auf unterschiedliche Art und Weise und
ja, man lernt die drei dann halt kennen und die lernen dann natürlich eine Frau kennen und diese Frauen sind auch total unterschiedlich und ja, es war einfach cool, im dritten Teil das Ganze zu lesen und mitzuerleben und ich fand den dritten Teil einfach gut und ich werde ihn bestimmt irgendwann nächstes Jahr nochmal lesen, denn es war einfach cool. Und ich mag es sehr, auch wenn da sehr viel Erotik drin ist, aber ja, der dritte Teil war einfach cool. Bleiben wir bei den erotischen Büchern. Ich habe dieses Jahr auch noch die Wellington-Saga gelesen von Nacho Figueras und Jessica Whiteman. Und ich muss sagen, der erste Teil der Wellington-Saga hat mir von allen am besten gefallen. Dann kam der... Jetzt muss ich überlegen... Welcher Teil war welcher? Dann kam der dritte und dann kam der zweite. Und die Wellington-Saga ist mal eine Reihe mit so ein bisschen einem anderen Ansatz. Man hat hier so ein bisschen das Reich und Schön-Feeling oder so Denver-Clan oder sowas, weil das in Wellington spielt, in der High Society von Miami. Und es war einfach mal eine coole Welt, da so hineinzutauchen, diese High Society mit Polospielern und alle sind reich und alle haben Geld und Glamour. Und dann kommt da diese Tierärztin daher und naja... Hat kein Geld und huch, jetzt fällt schon wieder die Lesezeichen raus. Ich immer mit meinen Lesezeichen. Wie gesagt, der erste Teil der Wellington-Saga hat mir von allen am besten gefallen. Der zweite war auch gut. Der dritte hat mir besser gefallen wie der zweite. War aber nicht so gut wie der erste. Und ja, es ist auch mal so eine nette Reihe für zwischendurch. Aber es ist jetzt keine Reihe, die mich so im Großen und Ganzen sehr umgehauen hat. Also ich habe sie alle drei gelesen. Ich habe sie gerne gelesen. Aber es ist jetzt keine Reihe, wo ich sage, oh, sie ist so gut, ihr müsst es lesen. Ja, so ist es nicht, aber wer gerne mal so erotische Liebesgeschichten, wie ich, zwischendurch mitliest, sollte sich überdenken, sage auf jeden Fall mal mit angucken. Ich mochte es. Ich feiere die nächste Reihe, die ich euch in die Kamera halte, sehr. Ich liebe den Teil, den ich euch in die Kamera halte, von allen am meisten. Und ja, zwar rede ich von der Mayhem-Reihe von Jamie Shaw. Und zwar ist das der vierte Teil Rock My Dreams. Und Rock My Dreams, ich habe vom ersten Band an auf die Geschichte von Mike gewartet und dieses Buch war so unglaublich gut. Hayley und Mike sind ein so tolles Paar und ich habe diese Geschichte so gefeiert. Sie war so unglaublich gut und ja, man lernt Mike ja im ersten Teil schon kennen und natürlich auch im zweiten und dritten trifft man ihn wieder und man denkt sich die ganze Zeit so, boah, ich möchte seine Geschichte lesen, denn er ist so ein Typ, Mann. Er ist ein guter. Er ist einfach ein guter Kerl und er ist ein guter Typ und er ist nicht wie die anderen und ja, man mag ihn einfach total von Anfang an und ja, der vierte Teil war einfach so gut. Er war einfach so unglaublich gut. Man könnte die Bücher auch unabhängig voneinander lesen bei der Mayhem-Reihe. Der vierte Teil war definitiv mein Lieblingsteil. Dann kam der dritte, dann der erste, dann der zweite. Ich fand den zweiten leider am schwächsten von allen, weil ich mochte da auch so die beiden Charaktere nicht so wirklich, aber der vierte und der dritte, die beiden haben es gerissen. Der erste war auch gut. War aber jetzt nicht so gut wie der dritte und der vierte. Also bei mir haben es die beiden Teile auf jeden Fall gerissen. Ich liebe, liebe, liebe den vierten Teil und kann euch dieses Buch definitiv nur empfehlen. Lest Rock My Dreams oder am besten die ganze Reihe und auch am besten der Reihe nach, damit man auch alles schön versteht, ne? Aber wie gesagt, man könnte es unabhängig voneinander lesen und ja, Rock My Dreams ist so ein Buch, was ich immer wieder empfehlen würde und es ist so toll und ich liebe es. Ich liebe Hayley, ich liebe Mike und ja, I love it, I love it, I love it. Schöne Reihe, freue ich mich sehr, dass ich die gelesen habe. Kommen wir als nächstes zu der Reihe, wo ich weiß, dass es einen vierten Teil noch gibt, der aber noch nicht ins Deutsche übersetzt ist. Und zwar meine ich die Vermont-Reihe von Serena Bowen. Ich kann euch die leider gerade nicht in die Kamera halten, weil ich die Bücher ausgeborgt habe bei meiner Arbeitskollegin. Aber ihr kennt die Reihe bestimmt. Ich blende euch hier einfach mal ein Cover ein. Und zwar die True North, also im Deutschen ist es True North und dann immer noch so ein Untertitel und ich fand die Bücher einfach ganz, 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 ganz toll und ich weiß, im Englischen gibt es schon einen vierten Teil, der ist jetzt gerade erst rausgekommen. Ich hoffe sehr, dass der Lux Verlag den vierten Teil noch kaufen wird und auch noch mit übersetzen wird, denn ich mochte die Vermont-Reihe von Serena Bowen total. Ich fand auch hier den ersten Teil am schwächsten, also von der Handlung her fand ich den ersten wirklich am schwächsten. Am besten war der zweite, dann kam der dritte und dann kam, wie gesagt, der erste, aber ich mochte im ersten Teil das Feeling total, dieses Farm-Feeling und diese Familie war einfach so toll. Und bei der Vermont-Reihe war es so, dass jedes Buch irgendwas anderes direkt für sich hatte, was ich einfach total toll fand. Im Prinzip ist diese Reihe abgeschlossen, aber es gibt, wie gesagt, im Englischen einen vierten Teil, weswegen ich jetzt nicht weiß, wann der kommt, ob der kommt und wie und was. Deswegen ist diese Reihe für mich jetzt erstmal abgeschlossen. Deswegen zählt sie jetzt mit zu den abgeschlossenen Reihen, auch wenn es einen vierten Teil gibt. Aber da ich kein Englisch lese, ist die Reihe für mich jetzt erstmal durch. Das gleiche Prinzip haben wir hier mit Broken Hearts von Sheena Showalter. Hier ist der dritte Teil im März rausgekommen und es gibt einen vierten Teil oder es soll einen vierten Teil geben. Aber auch hier ist nicht klar, ob der in Deutsch kommt und wann der in Deutsch kommt. Deswegen ist diese Reihe für mich jetzt auch erstmal in dem Sinne abgeschlossen, weil ich hier einfach nichts weiß. Und ja...
Diese drei Bücher waren auch richtig gut. Hier war der zweite Teil auch mein Lieblingsteil. Die Geschichte von Harlow und Beck war einfach so unglaublich gut. Aber auch der erste Teil war gut und auch der dritte Teil war gut. Der dritte Teil war lustig. Also der dritte Teil war wirklich sehr auf den Humor ausgelegt. Es war auch komplett mein Humor auf jeden Fall. Und ja, die Broken Hearts Reihe von Stina Shaw, das ist ganz, ganz toll. Und es ist immer noch so schade, dass diese Covers überhaupt nicht zur Geschichte passen. Also, ich weiß nicht, Verlag, warum habt ihr das getan? Das sieht aus wie ein Bumsbuch. Das ist kein Bumsbuch. Ihr kommt, pro Buch kommen so 3 bis 4 erotische Szenen drin vor. Und mehr nicht. Aber es sieht halt wirklich nach Erotikschinken aus. Und das finde ich sehr, sehr schade, denn es ist keiner. Ich mag die Reihe total. Und ich finde, diese Cover schrecken eher ab, als sie zum Kaufen animieren. Und ja, ich finde das doof, dass halt die Cover so ein bisschen abschreckend wirken. Aber wenn ihr Bock auf Liebesgeschichten mit ein bisschen Erotik habt, schaut euch Broken Hearts von Stina Shaw auf jeden Fall an. Ich liebe, 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 liebe diese Reihe und kann sie euch wirklich nur, nur sehr ans Herz legen. Sie sind so toll, die Bücher. Die nächste Reihe, die ich dieses Jahr beendet habe, ist Rock Kiss von Nalini Singh. Das ist auch hier der zweite Teil und mein Lieblingsteil. Also irgendwie die zweiten Teile haben es mir meistens angetan oder die vierten. Und ja, die Rock Kiss Reihe habe ich dieses Jahr auch beendet. Hier mochte ich den zweiten, dritten und vierten Teil total. Der erste war überhaupt nicht meins. Ich fand, im ersten Teil war wieder das Problem, dass Erotik vor Handlung ging und das mag ich ja immer nicht so. Und ja, aber das ist in dem zweiten, dritten und vierten Teil nicht so. Und der zweite Teil ist so gut. Die Geschichte von Charlotte und Gabriel ist einfach, oh, die ist so gut, die Geschichte. Die ist einfach so toll. Und die Entwicklung, die Charlotte in diesem Buch durchmacht, ist einfach so toll. Und ja, ich liebe, 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 liebe den zweiten Teil. Und ich finde die ganze Reihe toll und kann sie euch wirklich nur ans Herz legen. Im Prinzip geht es ja hier um die eine Rockband. Aber im zweiten Teil geht es halt nicht um die Rockband, sondern es geht um die beste Freundin der Protagonistin aus dem ersten Teil, die ja mit dem Leadsänger dann zusammenkommt. Und es geht um, wie gesagt, Charlie und um ihren Boss. Und das ist eine so tolle Geschichte. Und ich liebe sie einfach und kann sie euch wirklich nur empfehlen. Ich kann euch die ganze Reihe nur empfehlen. Sie war sehr, sehr gut und sehr, sehr toll. Und ich liebe die Bücher, aber es ist Nalini Singh. Ich habe nichts anderes erwartet, als dass ich die Bücher lieben werde. Deswegen, ja, ich empfehle euch auch diese Reihe. Ich habe viele gute Reihen dieses Jahr echt gelesen, oder? Ich habe sehr, sehr viele gute Reihen gelesen. Und die nächste Reihe, die ich euch zeigen möchte, ist Daughter of Darkness von Bianca Iosivoni. Das ist der dritte Teil Lara. Die Daughter of Darkness Reihe ist ja quasi ein Spin-off zur Hunters Reihe von Bianca Iosivoni, in welches halt um die Daughter of Darkness geht. Das sind alles quasi Agentinnen, die nicht für die Regierung arbeiten, sondern halt ihre eigene, ja, Spionagegemeinschaft haben. Und es sind halt ihre eigene Organisation und erfüllen Auftrags- und sind, es sind halt im Prinzip Auftragskiller. Und ja, ich fand die drei Bücher richtig gut und richtig toll. Ich mochte die Charaktere sehr. Ich fand den Ansatz in dieser Geschichte mit diesen Auftragskillern wirklich cool und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Bücher zu lesen. Ich kann euch diese Reihe auch empfehlen, wenn ihr hier Bücher mit Action wollt und Spannung und halt so Geheimagentenkram und halt Liebesgeschichten mit ein bisschen Erotik auch, dann schaut euch die Daughter of Darkness auf jeden Fall an. Ich mochte die Reihe total. Ich möchte auch endlich mal die Hunters-Reihe von der Bianca weiterlesen. Ich habe bei der Hunters-Reihe nur den ersten Teil bisher gelesen. Da muss ich echt auch mal den zweiten und dritten lesen. Das, ah, siehst du? Die habe ich gar nicht auf meine angefangene Reihenliste gesetzt. Noch ein Buch mehr auf meiner angefangenen Reihenliste. Ich habe einfach so viele angefangene Reihen. Oh mein Gott, ich werde nicht mehr. Ja, auf jeden Fall Daughter of Darkness hat mir sehr, sehr gut gefallen. Kann ich euch nur empfehlen. So, 4 Stück haben wir noch. 4. Dann sind wir durch. Die nächste Reihe, die ich beendet habe, ist auch wieder eine Dilogie. Und zwar Infernale von Sophie Jordan. Der zweite Teil Rhapsody in Schwarz kam dieses Jahr raus. Das ist jetzt der erste. Warum habe ich eigentlich nicht den zweiten mitgenommen? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich Infernale dieses Jahr beendet. Ich fand es hier bei dieser Reihe sehr, sehr schade, dass der zweite Teil irgendwie mit dem ersten nichts mehr zu tun hatte. Und die Geschichte vom ersten Teil auch hier überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat im zweiten. Aber ich finde, wenn man den zweiten Teil halt als Geschichte für sich betrachtet, unabhängig jetzt vom ersten, finde ich die Geschichte eigentlich wieder ganz cool und ganz toll, aber so als Reihe fand ich, war es nicht so meins leider. Also ich fand es halt sehr, sehr schade, dass es diese Entwicklung gemacht hat und dass es so mit dem ersten Teil gar nichts mehr zu tun hatte. Das war irgendwie, naja, nicht ganz so meins. Aber wie gesagt, wenn man das zweite Buch als Geschichte für sich betrachtet, fand ich den zweiten Teil so vom Inhalt her schon ganz cool. Es war eine süße Jugendliebesgeschichte mit ein bisschen Dystopie-Ansatz. Aber der erste war definitiv besser. Also hat mir definitiv besser gefallen mit dem ganzen Drum und Dran. Und ich fand es halt schade, dass das dann so in die Richtung gegangen ist. Aber naja, gut, so ist das halt und das kann man nicht ändern.
Ja, Infernale ist eine coole Jugendgeschichte mit ein bisschen, wie gesagt, einem Dystopie-Ansatz. Es spielt nur ungefähr 10 Jahre in der Zukunft. Und von daher spielt es ja schon noch in unserer Welt, aber es ist ein bisschen eine andere Gesellschaftsstruktur wie bei uns. Und ich mochte den Ansatz auf jeden Fall, wie gesagt, fand den ersten her richtig gut. Und der zweite hatte halt mit dem ersten nichts mehr wirklich zu tun, das ich halt schade fand, aber ansonsten war der auch okay. Die nächste Reihe, die ich beendet habe, da hat mir der dritte Teil, das Juwel, der schwarze Schlüssel, am besten gefallen. Ich fand den ersten Teil ein bisschen verstörend. Ich fand den zweiten Teil noch verstörender wie den ersten. Und der dritte Teil hat mich dann Gott sei Dank nicht mehr so verstört. Und ja, der dritte hat mir definitiv von allen am besten gefallen. Ich mochte, wie das Ganze am Ende aufgelöst wurde. Ich fand dieses offene Ende ganz cool. Und ja, ich fand einfach den dritten Teil, weil da endlich alles seinen Sinn gefunden hat, einfach ganz, ganz toll und ganz, ganz cool. Und im zweiten Teil gab es halt so eine Szene, die mich absolut verstört hat, wo das alles da rauskam. Und das war einfach nur so, was? Oh Gott, wie krank. Und ja, das hat mich, wie gesagt, im zweiten Teil schon ein bisschen verstört. Aber der dritte hat mir definitiv richtig, richtig gut gefallen. Ich mochte ihn sehr. Und ja, ich habe mich sehr gefreut, dass ich diese Reihe auch beendet habe. Und bin gespannt, was von Amy Ewing noch kommt. Also mal gucken, ob da noch was kommt und wenn ja, was kommt. Und ich werde es mir bestimmt auf jeden Fall angucken, denn der dritte Teil hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich mochte es am Ende. So, zwei Bücher haben wir noch. Und zwar habe ich dieses Jahr auch die Only One Night-Reihe von Simone Arnstedt gelesen. Das ist der dritte Teil, Alles oder Nichts. Und ja, die Only One Night-Reihe ist eine Reihe, wo jedes Buch schlappe 600 bis 700 Seiten hat. Das sind echt Klopper. Und das sind Geschichten, die in Schweden spielen, was ich sehr, sehr cool finde. Ich fand das Setting in allen drei Büchern ganz, ganz toll. Ich mochte den ersten Teil eigentlich schon noch mit am meisten. Und dann würde ich für mich persönlich sagen, steht der zweite und dritte Teil auf einer Stufe. Ich fand beim zweiten Teil die Nebengeschichte, die da noch mit einer Rolle gespielt hat, teilweise halt interessanter wie die Hauptgeschichte. Also es ist in jedem Buch so, wir haben hier unsere zwei Charaktere. Und es gibt aber immer noch Nebencharaktere, die nebenbei auch noch so ihre Geschichte am Laufen haben und wo man halt ab und zu auch noch Informationen bekommt und wo man halt ab und zu auch mal noch so einen Einblick zu diesen Nebencharakteren bekommt. Und das war im zweiten Teil halt auch so. Und ich fand den zweiten Teil halt, wie gesagt, diese Nebengeschichte, da geht es um den Bruder von der Protagonistin aus dem ersten Teil. Also es sind beide Pärchen, geht es um ihre Brüder. Aber wie gesagt, bei dieser Nebengeschichte geht es halt um ihren Bruder Peter und die hat mich schon sehr interessiert und ich fand, Simone Arnstedt hat das im zweiten Teil so richtig gut gemacht. Ich konnte Peter am Anfang auf den Tod nicht leiden und am Ende hatte ich wirklich Mitgefühl für ihn und am Ende konnte ich ihn nicht verstehen, aber ich konnte mich in seine Lage einfach besser hineinversetzen und ich konnte verstehen, dass sie mit ihm so umgegangen ist, wie sie mit ihm umgegangen ist und ja. Fand, das hat Simone Arnstedt im zweiten Teil einfach ganz, ganz toll gemacht. Und ja, den dritten mochte ich auch. Da fand ich die Nebengeschichte nicht ganz so cool. Da war die irgendwie so, aha, das hat mich nicht wirklich interessiert. Aber hier mochte ich die Geschichte von, wie hieß sie noch gleich, Ambra und Tom. Und ich fand halt, jedes Buch hatte sowas für sich, aber das erste Buch war definitiv, glaube ich, das Beste. Auch mit diesen Plot-Twists am Ende, die man nicht hat kommen sehen, war das Ganze schon echt cool. Und ich fand die Only One Night Reihe, wie sie ja heißt, von Simone Arnstedt wirklich ganz, ganz toll. Und sie haben alle wunderschöne Cover. Und ja, es sind Klopper, aber es hat sich gelohnt, diese Bücher zu lesen. Und ich mag sie und ja, kann euch diese Reihe auch nur empfehlen. Wenn ihr gerne Liebesgeschichten mit ein bisschen Erotik lest, dann Only One Night von Simone Arnstedt. Damit wären wir jetzt bei der letzten Reihe, die ich dieses Jahr beendet habe. Also nicht letzte Reihe, die ich dieses Jahr beendet habe. Ich habe sie relativ zeitnah am Anfang des Jahres schon beendet. Aber es war mir ein Anliegen, diese Reihe zu beenden, denn ich wollte diese Reihe in meinem Leben einmal gelesen haben. Und zwar habe ich dieses Jahr beendet Harry Potter. Ich habe es endlich getan und Harry Potter gelesen. Und ich glaube, ich bin einfach für Harry Potter zu alt. Also es sind ja wirklich Kinder- und Jugendbücher. Und ich fand die Bücher an und für sich gut. Aber gut, bis auf den fünften. Durch den fünften Teil habe ich mich echt gequält. Ich habe den kompletten Oktober letztes Jahr, den kompletten Oktober, habe ich
Harry Potter Band 5 gelesen. Wirklich vom 1. Oktober bis zum 31. Oktober. Jeden Tag. Weil ich einfach keinen Bock auf die Geschichte hatte. Das war irgendwie, der 5. Teil war irgendwie nicht meins. Ich habe mich echt durchgequält. Der 6. und letzte Teil ging dann wieder. Die Heiligtümer des Todes. Und ich bin froh, dass ich die Reihe gelesen habe. Ich kann jetzt mitreden. Ich weiß, was passiert ist. Und ja, fand die Bücher, wie gesagt, für Kinder auf jeden Fall richtig gut. Und auch so für junge Jugendliche finde ich die auch richtig toll. Aber ich glaube, ich bin einfach zu alt, dass ich diesen Hype irgendwie noch nachvollziehen kann. Ich meine, ich habe die Filme damals alle gesehen. Ich fand die Filme auch richtig gut. Ich finde sie auch jetzt noch gut. Und ja, ich bin aber ein großer Fan vom Harry Potter Merchandise. Also ich finde, Harry Potter hat das coolste Merchandise von allen Büchern auf jeden Fall. Ich meine, dieser Hype, den es damals gab, ne, der wird wahrscheinlich auch nie irgendwie komplett nachlassen. Und ja, ich finde das Harry Potter Merchandise wirklich ganz, ganz cool und ganz, ganz toll. Ich habe auch so Socken und T-Shirts und eine Decke von Harry Potter. Wie gesagt, obwohl ich jetzt kein richtig großer Fan der Bücher bin. Aber ich finde es halt einfach cool. Ich habe die Bücher gelesen. Sie haben mir gefallen, bis auf den 5. Band. Der hat mich echt gequält. Aber da fand ich auch den Film damals schon nicht so cool. Das weiß ich noch. Aber ja, ich habe Harry Potter beendet dieses Jahr. Wuhuhu. Und auch dieses Buch ist ja so unglaublich dick und es ist schwer, wenn es in der Hand hält. Wusch. Und ja, Harry Potter, ich habe es getan und ich habe es gelesen und ich habe es nicht bereut. Denn wie gesagt, jetzt weiß ich auch, was genau in den Büchern passiert ist. Und ja, das war so die letzte Reihe dahin, die ich dieses Jahr mit beendet habe. Das waren jetzt insgesamt 22 Buchreihen, die ich dieses Jahr beendet habe. Da muss ich mir mal auf die Schulter klopfen. Es sind viele gewesen. Und ja, fangen wir jetzt nicht von den Reihen an, die noch offen sind. Da sind es ein paar mehr. Da sind es dann insgesamt, lasst mich gucken, mit der Handelsreihe, die ich ja vergessen habe aufzuschreiben, sind es 39 Buchreihen. Und was das für 39 Buchreihen sind, das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Und ja, ich beende das Video jetzt an dieser Stelle. Es ist unglaublich lang. Ich gucke, dass ich beim Schneiden noch ein bisschen was rausnehmen kann. Mal gucken. Und ja, das waren meine beendeten Reihen dieses Jahr. Was habt ihr denn so für Reihen beendet? Waren Reihen dabei, wo ihr sagt, boah, die waren so gut? Oder waren da bei euch auch Reihen dabei, wo ihr sagt, so boah, die ziehen wieder aus, die waren so doof? Dann schreibt es mir auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Das war es jetzt an dieser Stelle auch. Wie gesagt, 22 Buchreihen beendet. 39 sind noch offen und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.